Ich möchte in diesem Video auf die sogenannten Steuerzeichen eingehen. Und zwar sind Steuerzeichen Zeichen, die man quasi eingibt, die aber im Text so direkt eigentlich nicht zu sehen sind. Das Gemeine an diesen Steuerzeichen ist, dass es durch diese unsichtbaren Steuerzeichen manchmal zu Problemen kommen kann, die dann dazu führen, dass sich ein Text irgendwie ganz komisch verhält. Ein ganz typisches Beispiel ist, wie zum Beispiel hier diese Überschrift, die jetzt hier in der Mitte zentriert ist. Und da kann es natürlich vorkommen, dass man sagt, okay, wichtige Überschrift, die möchte ich keine Größe haben. Und wenn ich die jetzt zum Beispiel auf die Größe 15 setze, was passiert? Ja, offensichtlich ist sie jetzt nicht mehr in der Mitte. Wie kommt das denn? Warum ist sie nicht mehr in der Mitte? Und wenn solche und ähnliche Sachen passieren, hilft es einem, wenn man eben die Steuerzeichen betrachtet. Ich habe noch ein weiteres Beispiel. Ich habe jetzt hier als Schriftgröße 10,5. Wenn ich das mal ein bisschen vergrößere, ich gucke mal, ob 11 schon reicht. Ja, also der Text hier sieht ja ganz ordentlich aus. Ist nichts über den Rand, es ist auch nicht zu leer in der Zeile, sieht eigentlich ganz gut aus. Wenn ich jetzt aber die Schriftgröße ändere, auf einmal ist hier eine Zeile, die ist fast leer. Wie kommt denn das? So, und diese zwei Sachen, diese zwei Beispiele sind, sind Sachen, die sehr häufig passieren und die hängen mit den sogenannten Steuerzeichen zusammen. So, und damit man eben ein bisschen besseren Überblick bekommt, warum diese komische Darstellung zustande kommt, gibt es hier eine Möglichkeit, sich die Steuerzeichen anzeigen zu lassen. Und dann sehe ich auf einmal ein paar mehr Symbole. Ja, was ist zum Beispiel dazugekommen? Hier sind lauter Punkte. Und zwar handelt es sich hier in diesem Fall um Leerzeichen. Das heißt, ursprünglich, wenn ich das gerade jetzt mal wieder so mache, hatte ich die Schriftgröße 10,5 und so wie es hier dann aussah, war das ja in der Mitte. Aber ich habe den Text nicht so formatiert, dass ich sage, bitte schreib sie in die Mitte, sondern ich habe quasi von Hand durch Leerzeichen, ja, ich tue jetzt mal kurz ein paar Leerzeichen zusätzlich einfüllen, habe also quasi den Text durch Leerzeichen formatiert und dadurch dafür gesorgt, dass er in der Mitte steht. Das ist halt ein bisschen ungünstig und wenn ich die Schriftgröße verändere, funktioniert es nicht, wie man gerade gesehen hat. Ich will jetzt auch nicht unbedingt erklären, wie man das dann sinnvoll formatiert, aber um es nur mal zu zeigen, wenn ich jetzt hier den Formatierungsknopf zentriert verwende, stehen hier keine Steuerzeichen vorne dran, das ist also kein Leerzeichen und dementsprechend, wenn ich den Text beliebig vergrößere, ist er auf jeden Fall auch in der Mitte. Ja, hier dazwischen, ja, das sind auch Leerzeichen. Ich habe zwischen den Wörtern Leerzeichen eingebaut. Gehen wir mal runter. Hier hatten wir noch ein Problem. Aber zunächst mal hinter jeder oder hinter vielen Zeilen findet man dieses umgedrehte P, was ja auch hier auf dem Werkzeugknopf ist. Und zwar steht dieses Symbol hier für einen Zeilenumbruch. Beziehungsweise, nein, nicht Zeilenumbruch, das war falsch, und für einen Absatzumbruch. Das heißt, wenn ich die Eingabetaste drücke, nehmen wir mal kurz hier unten irgendwo hin, hier zum Beispiel die Return-Taste, die Eingabetaste drücke, dann erscheint dieses Symbol hinten dran und ich gehe in eine neue Zeile und fange einen neuen Absatz an. Die Zeilen, die werden ja, wenn ich nichts mache, automatisch umgebrochen. Der Text geht automatisch in der nächsten Zeile weiter. Also das bedeutet dafür, ich habe die Return-Taste gedrückt, neuer Absatz beginnt. Also ich vermute mal, dass dieses Symbol quasi auch sowas ist wie ein umgedrehtes P, wie Paragraph, also Absatz. Ja, was gibt es noch für Symbole, die sonst nicht zu sehen ist? Man kann ja mal kurz an- und ausschalten. Da sieht man, dass eben hier auch ein spezielles Symbol ist. Und das ist im Prinzip der Grund für mein Problem, dass das nämlich nicht in die nächste Zeile, also dass dieser Text, der jetzt hier hinten dran steht, eben nicht da hinten dran steht.
Wenn ich einfach die Return-Taste drücke, kriege ich dieses Symbol. Hier habe ich aber was anderes gemacht, nämlich ich habe dafür gesorgt, dass in die nächste Zeile gesprungen wird und unabhängig von dem benötigten Platz. Wenn ich dieses Symbol jetzt lösche, und das kann ich machen, zum Beispiel wenn der Cursor an dieser Stelle ist, wenn ich dann die Entfernen-Taste drücke, muss noch ein Leerzeichen einfügen und dann ist das Ganze wieder richtig. Diesen sogenannten harten Zeilenumbruch kriege ich unter anderem, indem ich die Shift, also Großschreibetaste drücke und dann die Return-Taste. Manchmal braucht man es vielleicht, aber es kann einfach zu Problemen führen, wenn ich die Schriftgröße oder die Textbreite ändere. Deshalb sollte man das also wirklich nur absolut dann machen, wenn man es wirklich, wirklich notwendig hat. Aber in diesem Fall löschen wir es natürlich. So, ein weiteres Steuerzeichen, das nicht zu sehen ist, ist dieses hier. Das ist ein Tabulator. Da habe ich also die Tabulator-Taste genutzt. Das ist die mit den gegensätzlichen Pfeilen, dieses auf der linken Seite neben dem Q. Diese Tabulator-Taste führt dazu, dass hier oben anhand des, in diesem Fall des automatischen Tabulators weitergesprungen wird. Ich kann auch andere Einstellungen vornehmen, sodass dann eben entsprechend hier hingesprungen wird. Also wenn man diesen Pfeil hier verwendet hat, wenn also die Tabulator-Taste verwendet wurde, muss man hier oben gucken, ob es vielleicht hier aus Versehen oder automatisch ungewollt ein Tabulator erstellt wurde. Und notfalls kann man den auch entfernen. Allerdings gibt es immer so Standard-Tabulatoren, die in diesem Fall alle 1,25 cm gesetzt werden. Wenn man das wegbekommen will, kann man zum Beispiel hier hingehen und dann die Rücklöschen-Taste wegbekommen. Es gibt auch Möglichkeiten der automatischen Einrückung. Das ist dann aber eine Formatierungssache, bei der automatisch die erste Zeile zum Beispiel eingezogen wird. Da brauche ich dann auch keinen Tabulator. Wenn ich also zum Beispiel etwas einrücken will, dann macht man das am besten mit einer Formatierung und nutzt nicht eine Tasteneingabe. Denn also Tasteneingaben, die ich vorgenommen habe, werden auf jeden Fall beachtet. Alles andere, Formatierungssachen, können da wesentlich flexibler drauf reagieren. So, wenn also mal irgendetwas wieder passiert beim Umformatieren, wo dann der Text ganz komisch aussieht, ist ein ganz einfacher Ratschlag. Guckt euch mal die Steuerzeichen an, so, und schaut, welche Steuerzeichen da sind. Normal und am besten ist es, wenn man nur Leerzeichen, einzelne Leerzeichen zwischen den Wörtern hat und diese Absatzzeichen hinten dran. Alles andere ist vermutlich eher ungünstig. Da sollte man drauf verzichten. Wie man das dann richtig formatiert, damit es so aussieht, wie man es will, das ist eine andere Sache. Das muss man dann eben sonst lernen.